Lo conosciamo dai film western, dal lontano West, tra indiani e cowboy, eppure il bisonte viveva anche in Svizzera 1000 anni fa, e ora c'è chi lo vuole riportare in Svizzera. Gli animali sono arrivati qui 3 settimane fa e ci resteranno fino alla fine di ottobre. Poi, una volta che il progetto sarà avanzato, saranno liberi di vivere in una superficie di 100 ettari. Sono 5 gli animali, un maschio, 3 femmine e poi un vitellino. Possono pesare fino a 800 kg e misurare 2 metri di lunghezza. Insomma, non sono proprio un peso piuma. Ja, wir haben diese Behördengänge 5 Jahre lang ausstehen müssen. Entsprechend war dann bei der Ankunft der Tiere, man hat nur lächelnde Gesichter gesehen. Also die Emotionen waren wirklich hoch. Nein, Angst nicht. Es ist alles zu viel. Dann musst du nicht daher kommen, zum Beispiel. Respekt schon, aber Angst glaube ich nicht. Außer sie kämen natürlich dann als Gruppe auf einem zu. Das wäre schon etwas anders. In Germania un progetto simile è stato abbandonato recentemente e anche in Svizzera si temono danni per il bosco, danni per l'agricoltura. Insomma, le critiche anche qui non mancano. Wir verstehen diese Kritik, ja. Deshalb machen wir auch diesen Versuch. Wir wollen während 5 Jahren schauen, wie groß ist der Einfluss des Wisents. Also sind es dann wirklich auch Schäden, die relevant sind, und zwar wirtschaftlich relevant in der Landwirtschaft, aber auch in der Forstwirtschaft.